Christian, warum ist diese Aufgabe der Klassiker zum Staffelstart? Weil wir euch so am besten kennenlernen. Was ihr backt, wie ihr backt, ob ein Tortenklassiker oder eine Eigeninterpretation, ob süß oder herzhaft, das bleibt alles euch überlassen. Uns geht's um die Geschichte zu eurem Gebäck und das ist das Besondere in dieser Aufgabe. Und noch was ganz Wichtiges obendrauf, die Backzeit. Ihr habt für diese Aufgabe 2 Stunden Zeit. Und die gehen hier immer los auf mein Kommando. Und das hört ihr jetzt zum ersten Mal. Auf die Plätzchen. Fertig. Backt. Ab jetzt gilt es. Beim eigenen Lieblingsrezept sollten Fehler noch vermeidbar sein. Schließlich ist es das Gebäck, das man aus dem FF beherrscht. Vor laufenden Kameras und mit dem Zeitdruck im Nacken handelt es sich allerdings um erschwerte Bedingungen. Es ist ein Rezept, was ich benutze für meine Töchter. Zum Geburtstag habe ich es immer gemacht und die waren da so drauf gestanden. Das ist sozusagen die Biskuitrolle 2.0. Bei Christian sind Erdbeeren die Stars. Unter der Decke aus Früchten ruhen sie als dünne Scheibe mit einer Quark-Sahne-Creme im gewickelten Biskuit auf krossem Keksboden. Ganz unterschiedliche Typen haben sich im Backzelt versammelt. Kann es kaum fassen, dass es jetzt wirklich losgeht. Das ist echt unbeschreiblich hier. Das muss man erleben. Unsere Torte ist die Lieblingstorte, die es nur zu Weihnachten gibt. Ja, ich hoffe, die schmeckt der Jury auch. Beim Anschnitt von Stefanis Weihnachtstorte stößt die Jury auf Lebkuchen-Mürbteig, Biskuit und Mascarpone-Creme. Das winterliche Highlight, ein Cranberry-Apfelkompott. Hat jemand auch was Sommerliches parat? Mein Lieblingsrezept ist Pfirsich küsst Himbeere. Und das ist einfach eine erfrischende Sommertorte, auf jeder Sommerparty immer gut gesehen. Pfirsiche und Himbeeren dominieren Anjas sommerliche Herztorte. Unterm Pfirsichspiegel treffen die aromatischen Früchte auf Joghurtcreme, Mandelbiskuit und Schokocrunch. Mein Lieblingsrezept, das ist der klassische Schmand-Pfirsich-Kuchen. Klassiker gehen immer. Mein Lieblingsrezept ist heute der Gugelhupf. Das ist unser Family Star und den machen wir jedes Mal, wenn irgendein Geburtstag oder irgendeine Feierlichkeit ansteht, dann gibt es diesen Gugelhupf. Und wenn jemand feiern kann, dann das große Backen. Meine Mutti hatte Weihnachten Geburtstag und bei uns gab es Weihnachten keinen Stollen, sondern es gab Marzipantorte. Unter der Marzipandecke kombiniert Dörte Vanillebiskuit und Rumbuttercreme, dazu Aprikosenkonfitüre. Veredelt wird die Torte mit Marzipanpralinen in einer Isomaltschale. Bei Rahim wird es wohl nicht herzhaft. Ich freue mich auch sehr auf mein erstes Rezept, da es aus meiner Heimat kommt. Ist echt mein Lieblingsrezept. Rahim zelebriert Orientalisches mit Röllchen aus Engelshaar und Mozzarella mit Grieß, befüllt mit Milchricotta-Creme und Pistazien, dazu Zuckersirup und Rosenwasser. Die Ricotta wird mit dem Frischkäse zusammen vermischt. Gibt eine extra Note an die Gebäcke am Ende. Dezente Frische auch bei Katharina. Bei mir gibt es heute einen Rhabarberstreuselkuchen. Den gibt es nämlich bei uns immer sonntags. Mein Mann, der liebt nämlich Streusel. Da sagt doch keiner nein. Ich mache jetzt den Brownie-Boden. Erst die flüssigen Zutaten zueinander, flüssig zu flüssig, fest zu fest. Zwischen ihre saftigen Brownie-Böden schichtet Nina eine Frischkäsecreme, die mit in den Ofen wandert. Gekrönt werden die Schnitten mit einem aromatischen Kardamom-Kirschkompott. Mein Lieblingsrezept ist heute die Schwarzwälder Kirschtorte, weil die bei uns einfach so ein Familienrezept ist und bei jedem Geburtstag oder bei jeder Feier gebacken worden ist. Reiko gibt in seine Eimasse Öl und Orangenlimonade. Anja erarbeitet sich eine Cremegrundlage. Ich mache gerade die Vanillejoghurt mit griechischem Joghurt Creme. Da kommen gleich noch Früchte rein und damit wird dann mein Kuchen geschichtet. Ich bin Anja und aufgrund meiner 4 Kinder habe ich das Multitasking perfektioniert. Mich bringt nichts so leicht aus der Ruhe. Ohne Familie, das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Familie und Freunde sind für mich das Wichtigste. Ich bin gelernte Bürokauffrau und ehrenamtlich bin ich halt Volleyballtrainerin.
Ich mag das gerne, im Team zu arbeiten, wenn alle an einem Strang ziehen. Dann kann es nur gut werden. Nachdem wir jetzt das Haus hier gekauft haben, gab es unten eine Einliegerwohnung. Und jetzt habe ich die Ehre, zwei Küchen zu haben, eine Familienküche und eine Backküche. Meine Leidenschaft zum Backen ist entstanden durch meine Kinder. Mama, ich hätte gern genau diesen Dino-Kuchen. Mein Backkönnen schätze ich gut ein. Ich werde mein Bestes geben und einfach die Jury im Backzelt überzeugen und dass die Kinder und mein Mann natürlich auch stolz sind. Oh, geht's schon in den Ofen? Jetzt, mein Liebling, werde was. Ab in den Ofen. Es geht los. Mach's gut. Rahim kocht den Ricotta, bis er sich von der Milch trennt und siebt ihn dann ab. Christian häckselt derweil Kekse. Zum Kneten dieses Keksteigs, dass der schön drin liegt, habe ich einen Löffel genommen und den nenne ich Göffel, weil ich biege ihn jetzt einfach mir zurecht. Ich hoffe, das ist von der Produktion in Ordnung. Aber somit kommt man richtig schön hier unten in die Ecken rein und bestes Handwerkszeug und ja, ganz einfach gemacht. Wird in Rechnung gestellt, Kollege. Katharina streicht Rührteig in eine Form. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt doch mal ein Pudding auf den Rührteig drauf, ein Vanillepudding. Eine gern genutzte Allround-Komponente. Dörte macht gerade auch einen. Ja, den Pudding brauche ich für meine Rumcreme. Und der muss jetzt noch ein bisschen abkühlen. Die Creme für Rahims zwei Gebäcke ist soweit. Das ist jetzt die fertige Ricotta-Mischung. Also jetzt fange ich an mit dem Engelshaar beim Rollen. Läuft, oder? Oh, fuck. Fuck. Was ist denn da los? Hab doch noch gar nicht geklingelt. Ja, da ist mal Scheiße passiert. Ich habe den jetzt 200 Grad eingestellt und jetzt ist er einfach zu dunkel. Also die Backfarbe gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Und das ist Scheiße. Ich überlege jetzt gerade, ob ich den Teig neu mache, weil es einfach zu dunkel ist. Jetzt sind 12 Minuten um und ja. Christian fängt also mit seinem Teig von vorne an. Stefanis Teig Nummer 2 wird gerade ausgerollt. Aus dem Rest forme ich jetzt, steche ich jetzt noch Weihnachtsplätzchen aus. Passend zur Zeit. Der Stammjuror und die fähigste Aushilfsjurorin der Welt sind schon gespannt. Dass Betty heute nicht da ist, finde ich total schade. Ich hätte sie heute gerne schon kennengelernt, aber ich freue mich, sobald sie da ist. Und dann wird's richtig toll. Dann sind wir komplett. Damit wenigstens ihre Torte komplett wird, rührt Christa fleißig ihr Kirschkompott. Stefanie ist im Plan. Ich sage jetzt gerade die Sahne, dann kommt die Mascarpone da rein, wird mit dem Kompott gemischt, den habe ich schon vorgekocht. Anja baut da auf solide Dosenpfirsiche. Die sind auch bei Reiko am Start. Dazu Ananas und... Das ist jetzt der Schmand. Im Kühlschrank steht meine Sahne gekühlt und hier kommen dann jetzt gleich die Früchte rein und ein bisschen Zitronengeschmack, einfach für die Frische im Sommer. Dörte plant Außergewöhnliches. In meinem Topf schmilzt jetzt gerade Isomalt. Da möchte ich so ein kleines Schälchen rausmachen. Und da kommen nachher meine Pralinen rein, oben so als Topper auf meine Torte. Also ich mache das öfter. Rahim drapiert sein Engelshaar. Dann kommt jetzt noch die Füllung drauf. Und dann wird dann so leicht gerollt. Sobald es lecker wird, ist einer immer am Start. Das sind die Pistazien, die sind aromatisiert, ne? Genau, die sind mit Rosenwasser. Mit Rosenwasser und Zuckersirup. Komm, ein Löffelchen ist drin. Vielleicht gibt's dafür auch später einen Tipp. Christian will aufholen. Zweiter Versuch mit etwas weniger Hitze. Der Backstatus quo geht an den einzelnen Tischen weit auseinander. Vom Bodenbacken über die Cremes bis hin zu den dekorativen Details. Alles passiert gleichzeitig. Ich würde sagen, raus damit. Das sehen die meisten so. Wenn ein Boden bröselt, muss es später eben die Creme richten.
Anja arbeitet mit der Google-Hupfform. Und Nina trägt ordentlich auf. So, jetzt kommt die Frischkäsecreme obendrauf. Einen säuerlichen Kontrapunkt zur Süße setzt Katharina unter Aufsicht. Das ist ganz schwierig mit dem prüfenden Blick hier nebendran. Bei Christian, dem Mann mit dem Zweitboden, sind die Erdbeeren dran. Nicht nur Katharina läutet einen Backgang ein, sondern auch Nina. Rahims Engelshaargeheimnis? Ohne Butter, da gibt's keine goldene Farbe, es wird in 5 Minuten einfach schwarz und fertig. Liebe Kandidatinnen und Kandidaten, ihr könnt euch schon mal merken, immer wenn ich hier irgendwie in der Mitte stehe, nein, dann ist was. Nein, nein. Und jetzt nein, ist Halbzeit, ihr habt noch eine Stunde. Oh mein Gott. Es wird spannend und sportlich. Und haarig, engelshaarig. Vom richtigen Beerenschnitt bis zur optimalen Schoki-Temperatur. Alles muss stimmen. Das kriegen wir hin. Sieht gut aus, gefällt mir. Glänzt jetzt schon ganz toll. Zuversicht ist das A und O. Das wird jetzt meine Marzipaneinlage. Stecht das aus von der Größe der Torte, damit ich dann eine Einlage innen reinlegen kann. Und eine möchte ich oben drauflegen. Die Reste werden zu Pralinen verarbeitet. Der Kuchen braucht jetzt ungefähr 50 bis 60 Minuten. Mehr Zeit habt ihr auch nicht mehr. Reiko bleibt cool. Röste jetzt ein bisschen die Kokosflocken und damit das Ganze noch so ein bisschen einen sommerlichen Urlaubsfeelings-Touch bekommt. Auch schön Röstmandel-Feelings-Touch. Oder Knirsch-Knusper-Touch. Das wird jetzt mein Crunch. Das ist Waffelbruch mit weißer Kuvertüre. Verstreichen und keinesfalls backen, sondern... Und ab in den Kühlschrank. Nur einer arbeitet in dieser Aufgabe mit Mozzarella. Also jetzt hier das Wasser mit dem Zucker zum Kochen gebracht. Dann kommt jetzt erstmal die Mozzarella auch zum Schmelzen, dass die Mozzarella genau geschmolzen ist. Und dann langsam gebe ich Grieß dazu und wird ständig gerührt, bis so eine homogene Masse entsteht. Genau. Fast so kompliziert. Christians Boden. Die Backfarbe so leicht angebräunt. Oh, das ist viel zu dünn. Viel zu dünn. Zu braun, zu dünn. Es geht auch anders. Der ist so schön geworden. Oh. Zeit für geschmackliche Extras wie Zitronenschalenabrieb oder Likörchen. Ich habe den Kornelkirschlikör selber gemacht aus dem Allgäu. Das ist einfach ein besonderes Aroma, eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und ohne geht's bei uns einfach nicht. Jetzt als allererstes kommt die Tränke da drauf. Das ist einfach der Pfirsichsaft, den wir aus der Dose einfach aufgehoben haben. Hier kommt nichts weg. Ich mache jetzt noch den Rhabarberkompott und serviere den dann dazu. Nebenan ist von einer Beigabe noch keine Rede. Christian startet mit dem Wickeln der Wickeltorte. Zuerst werden Streifen mit einer Schneidrolle zugeschnitten. Streifen auch bei Nina. Und Fragezeichen. Es bringt nichts, wenn ich die jetzt zusammenrolle. Christian, hast du einen Trick, wie ich die noch schneller angezogen kriege? Die nur will noch nicht in den Kühlschrank. Das kriegst einfach du hier so sonst nicht. Ja, sonst ist es immer ein bisschen schwierig. Rahim hat seinen Mozzarella mit Grieß versehen und rührt. Man muss jetzt den Muskel zeigen. Fitness beim großen Backen. Immer wieder gerne genommen. Die gemeine Rolle gehört beim Bodenturnen dazu. Kurze Eisbehandlung zur Regeneration auch. Bitte. Vielleicht hilft's ja. Christian hat keine Hand frei zum Beten. Das ist ja eine Matschbombe. Solange es das Lieblingsrezept ist. Jetzt kommen die Kirschen drauf in einer Reihe und dann eben die eingekochten Kirschsaft. Oh Mann, ey. Das ist doch kacke. Ich werde noch einen Ring rumlegen von meiner alten. Scheiße. Also fluchen kann er. Rahim, da muss ich ja mal sagen, das ist natürlich perfekte Teigführung. Ne? Er sieht traumhaft aus.
Geträumt wird auch woanders. Riecht auf jeden Fall schon mal weihnachtlich. Die meisten Hobbybäckerinnen und Bäcker haben sich für eine klassisch geschichtete Torte entschieden. Rahim will zwei alternative Gebäcke anbieten. Beide erfordern viel Fingerspitzengefühl. Von der Favoritenrolle ist Christian weit entfernt. Jetzt muss ich aus den Resten noch mal ein bisschen was drumherum flicken. Aber ich kämpfe darum, dass ich das hinkriege. Liebe Kandidaten, wir freuen uns schon auf eure Kuchen und natürlich auf die passende Geschichte. Und Christian wollte euch noch was sagen. Ihr habt noch 30 Minuten. Oh. Also ich muss jetzt Gas geben, ne? Also so entspannt bin ich nicht. Man kriegt ein wenig Panik. So herzlich wie möglich wollen wir dabei die Zeitansagen rüberbringen. Christian streicht ein. Rahim checkt sein Gebäck. Und wie geht's Nina? Bin zufrieden. Während Stefanie immer höher stapelt, beginnt Anje mit der Modellage. Christas Krümelboden ist kaschiert. Reiko platziert sorgfältig Kokos. So langsam sind die Ergebnisse erkennbar. Das ist mein Waffelcrunch, den ich mit weißer Schokolade versetzt habe. Und damit es ein bisschen knirscht. Auch Christian hat einen Erfolg zu verzeichnen. Tadam! Schön, wenn die Arbeit Früchte trägt. Vor allem, wenn es solche sind. Ich mache jetzt gerade die geeisten Heidelbeeren für die Deko. Dörte wickelt Marzipan-Orangenpralinen. Und Christa bastelt Fondantkirschen. Modellieren ist voll meins. Es hat geheißen, es gibt keine frischen Kirschen. Und dann habe ich gedacht, ich mache sie einfach schnell selber. Die Marzipanpralinen werden mit Schokolade überzogen. Rahim schneidet Gebäck Nummer 2 in Röllchen. Ist das geil? Liebe Kandidaten, ihr habt noch 10 Minuten. Also einstreichen, finishen und nochmal im Kopf die persönliche Geschichte durchgehen, die man gleich mit dem Gebäck präsentieren darf. In der Form sieht er erstmal gut aus. Ich lasse ihn jetzt einen Moment abkühlen. Es schneit. Sieht super aus. Alles dran gerade. Ich bin glücklich gerade. Der nächste Arbeitsschritt wäre jetzt, die Kuvertüre drauf zu machen, die Pistazien und dann die Deko mit den Baiser-Tupfen. Jetzt kommt es darauf an, hält das Gebäck? Ich hoffe, der Kuchen fällt mir jetzt nicht zusammen und bleibt in einem Stück. Schiefgehen kann ja eigentlich nur etwas, wenn man den Kuchen zu früh aus der Form... Naja. Das habe ich gemeint. Pack den da jetzt aber schnell in die Form. Das war zu heiß. Oh. Liebe Kandidatinnen und Kandidaten, warum ist genau das euer Lieblingsrezept? Erzählt es uns, und zwar in 2 Minuten. Na super. Ich warte jetzt, dass mein Kuchen, der zerlaufen ist, vielleicht jetzt im Tiefkühlfach doch ein bisschen fest wird. Jetzt noch die 2 Minuten, vielleicht reißt was raus, dass ich den einfach hinstellen kann und er hebt. Besser als nichts. Oh, das will jetzt nicht. Ein bisschen Glanz und Glitter muss immer sein. Zum 10. Jubiläum zähle ich von 10 rückwärts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Hände weg vom Gebäck.